Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Android. Heute geht es um die Rechteabfrage, die ihr ab Version 6, also ab Android 6 bzw. ab der API 23 und aufwärts braucht. Ihr müsst hier nämlich davon ausgehen, dass der Nutzer erstmal zwar die Erlaubnis erteilt, aber ihr müsst ihn dann später trotzdem noch dazu bringen, dass er nochmal in der App drin die Erlaubnis nochmal erteilt, also quasi doppelt. Also erstmal beim Runterladen und dann in der App selber. Sonst dürft ihr eure ganzen Dinger nicht benutzen. Das heißt, alles, was ihr irgendwie mal im Manifest eingetragen habt, von wegen hier Uses Permission, sagen wir einfach mal, wir haben hier einen Uses Permission, keine Ahnung, Write Calendar, also wir wollen in den Kalender schreiben. Ja, wenn ihr das hier drin habt, dann reicht es nicht aus. Wir brauchen hier übrigens ein, das hier. Dann reicht es nicht aus. Ihr müsst ab Android 6 und aufwärts natürlich dann logischerweise auch, müsst ihr zusätzlich noch in der App drin um Erlaubnis fragen. Und das möchte ich euch heute zeigen. Dazu natürlich als erstes mal braucht ihr das hier für die älteren Geräte, falls ihr es davor auf jeden Fall noch verkaufen wollt sozusagen oder anbieten wollt. Aber ihr braucht auch trotzdem hier diese Permission, sonst gibt es hier einen Fehler. Okay, dann habe ich jetzt hier einfach mal dieses Standard-Dings genommen. Es gab ein Update, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen anders. Relative Layout Activity Main und hier ist ein Text-View. Zeigt es mir irgendwie so doppelt an. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Aber das ist nicht das, was ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese dämliche Rechteabfrage macht, denn die ist teilweise wirklich sehr, sehr nervig. Okay, was ihr braucht, ist als erstes mal hier oben, ja, ich speichere mir hier ganz gerne zwischen, welche Berechtigung ich denn brauche. Also Public, Static, Final und die Berechtigungen sind als String gespeichert. Einfach nur ein stinknormaler String. Ich nenne sie jetzt einfach mal MyPermission. Ist gleich Manifest, ups, Manifest. Punkt Permission. Punkt. Und jetzt hier eure Permission auswählen. Zum Beispiel Add Voicemail oder Battery Stats oder was auch immer. In unserem Fall war es Write Calendar. Das haben wir hier in dem Android-Manifest hier eingetragen. Also je nachdem, ihr müsst natürlich dann auch mehrere Permissions abfragen, je nachdem, was ihr hier halt alles braucht innerhalb der App. Okay, so, jetzt brauchen wir noch einen Request-Code. Den werden wir nachher erstmal finden, aber man schreibt ihn normalerweise trotzdem da oben hin. Public Static Final Integer ist es. Ich nenne es jetzt einfach mal MyRequestCode ist gleich 0. So. Und jetzt müssen wir hier oben erstmal, also wir müssen quasi, während wir die App kreieren, müssen wir fragen, möchtest du bitte, bitte uns in deinen Kalender schreiben lassen, denn sonst funktioniert die App nicht, denn die basiert quasi da drauf. Und falls du es nicht zulässt, dann stürzen wir ab, zum Beispiel sowas in die Richtung. Okay, also erstmal Show Permission. Das ist eine Funktion, die wir uns gleich selber schreiben werden und danach. Also diese Show Permission, die sagt mir im Prinzip nur aus, dass ich jetzt diese Funktion benutzen darf oder nicht. Das ist nur für uns jetzt gedacht. Das ist einfach nur kurz ein kleiner Toast. Mehr ist es nicht. Aber was wir wirklich machen wollen, ist Request Permission. Request Permission. Keine Sorge. Das werden wir als Hauptaufgabe sozusagen sehen. Ist auch eine Funktion. So, beides Voids. Wir wollen nämlich nur was ausgeben bzw. was abfragen. Und in der Show Permission, da habe ich euch einfach mal ein klein bisschen Code provided sozusagen. Der ist jetzt nicht besonders spannend. Ja, wir wollen es alles ganz brav importieren. Was wir hier machen ist, wir checken erstmal check self permission, also ob wir diese Permission haben. Also einfach dieses context-compat.check self permission this und dann diese Permission, die ihr hier oben als String habt, einfach reinschreiben. Dann habt ihr sozusagen in diesem Integer drin, ob ihr jetzt die Erlaubnis habt oder nicht. Überprüfen könnt ihr das Ganze mit einer if Erlaubnis erhalten, also PackageManager.permissionGranted ist Erlaubnis erhalten, dann können wir einen Toast machen, dass wir die Permission haben und ansonsten, wenn die Permission denied ist, dann haben wir die Erlaubnis nicht, das heißt, wir können nicht in den Kalender schreiben. So, am Anfang werdet ihr diese Permission nicht haben, aber wenn das einmal erlaubt ist und beim nächsten Mal wird die App wieder gestartet, dann habt ihr die Permission trotzdem noch, das ist das Tolle dran. Okay, natürlich außer ihr installiert das Ganze neu. So, jetzt Request Permission. Request Permission ist ein bisschen komplexer. Jetzt wollen wir natürlich erstmal haben wir denn die Erlaubnis? Also, wenn wir diese Erlaubnis schon mal haben, dann brauchen wir die Permission nicht anfragen. Das heißt, hier können wir direkt return im Prinzip. Also, hier machen wir statt diesem Toast einfach einen Return rein. So, hier unten geht es jetzt weiter. Das heißt, wir haben hier Permission nicht erlaubt. Also, wir haben hier unten tatsächlich noch ein Bedürfnis, nach dieser Permission zu fragen.
Und jetzt müssen wir, falls der User sagt, er möchte eine Erklärung bekommen, warum wir diese Permission brauchen, dann müssen wir eben diese Erklärung erstmal anzeigen. Aber wir müssen es als erstes mal abfragen, ob er überhaupt so eine Erklärung haben möchte. Ansonsten ist nicht so schlimm. Also Activity Compat ist es. Activity Compat Punkt should show, da steht dieses Riesending, das ist eine mega lange Methode, should show request permission rationale oder rationally oder wie auch immer man es ausspricht, tut mir leid. Also wenn wir eine Erklärung anzeigen sollen für diese Permission, also für dieses in den Kalender schreiben, wenn er dafür eine Erklärung haben möchte, dann müssen wir eine Erklärung anzeigen, also zum Beispiel hier zeige Erklärung an. So, sollte man immer machen, sonst meckert der User früher oder später rum, aber ihr könnt es eigentlich auch einfach ignorieren, wenn ihr darauf Bock habt natürlich. Wenn die Erklärung dann weggeklickt wurde, dann könnt ihr diese Permission abfragen und das tut ihr, indem ihr sagt, Activity Compat wieder mal Punkt Request Permissions. So, Request Permissions ist Plural, das heißt, ihr könnt ja auch mehrere anfragen. Und zwar habt ihr hier, ja, jetzt nicht, einen New String brauchen wir erstmal. Und zwar in diesen New String könnt ihr jetzt alle Permissions reinschreiben, die ihr wollt. Also zum Beispiel manifest.permission. Keine Ahnung. Einfach mal das oberste und danach noch myPermission. Zum Beispiel. Nur diese Dinger hier quasi. Also alle eintragen, die ihr so wollt. Aber in unserem Fall wollen wir nur eine Permission haben, das heißt, wir schreiben hier einfach nur myPermission rein und wir schreiben myRequestCode rein. Okay, so, wenn wir jetzt das Ganze haben, dann können wir davon ausgehen, dass uns zumindest das Fenster angezeigt wird. Das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, die App läuft im Hintergrund weiter. Das heißt, eure App läuft weiter und weiter und weiter und weiter und sagen wir mal, ihr wollt in den Kalender reinschreiben und ihr triggert das automatisch schon bei der onCreate. Dann ist diese Request Permission nicht blockend. Das heißt, wenn ihr dieses Fenster anzeigt, also wenn der User nach der Permission gefragt wird, dann wird der Code, der hier kommt nach Request Permission, wird weiter ausgeführt. Egal, ob der User schon geklickt hat oder nicht. Das ist ein Problem in vielen, vielen Fällen, denn wir wollen ja wahrscheinlich manche Aktionen nur machen, wenn wir auch wirklich die Erlaubnis haben. Und deswegen müssen wir damit noch irgendwie umgehen können. So. Dazu gibt es eine sogenannte Callback-Methode von dieser Request Permissions hier. Die müssen wir überschreiben. Wir sagen jetzt hier einfach mal add override. Override. Und zwar heißt die Methode public void on request permissions result. So, das ist die Methode. Braucht einen Parameter int requestCode, dann braucht es einen weiteren Parameter, im Prinzip brauchen wir drei Parameter, logischerweise dann auch die Permissions, die wir angefragt haben, sind Parameter, also die werden quasi vom System automatisch ausgefüllt hier, für den requestCode, für die Permissions, automatisch wird alles ausgefüllt vom System, müsst ihr nichts machen, ihr bekommt hier nur rein quasi, dass ihr jetzt diese Erlaubnis habt oder eben auch nicht habt, je nachdem, was der User geklickt hat, quasi als Ergebnis, wenn der User da drauf geklickt hat auf das Feld. So, und dann noch ein Grant Results Array. Genau. Okay, jetzt haben wir hier sozusagen eine Methode. Hier drin können wir machen, was wir wollen. Jetzt sagen wir hier, wir switchen erstmal über diesen Request Code. Denn wenn wir mehrmals Permissions abfragen, dann müssen wir auch mit allen Abfragen umgehen können und zwar separat. Also wenn jetzt zum Beispiel myRequestCode zurückkommt, Case myRequestCode, dann soll Code ausgeführt werden und zwar ganz spezieller Code. Und zwar soll ausgeführt werden, naja, was soll ausgeführt werden, wenn wir die Erlaubnis haben, also if grant results.length größer 0, und, also das Array ist absolut leer oder nicht initialisiert, es hat quasi dann Länge 0. Wenn wir keine Permission bekommen haben und wenn grant results an der Stelle 0, wenn das beinhaltet, dass wir die Permission bekommen haben, also package manager.permission granted, dann haben wir die Permission bekommen, das heißt, wir können hier zum Beispiel einen Toast ausgeben,
einfach mal, dass wir die Permission haben. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Permission Just Granted, damit wir unterscheiden können, ob sie jetzt schon vorhanden ist oder nicht. So, und falls ihr hier in dem Else-Block landet, dann habt ihr Pech gehabt, dann hat der User Nein geklickt. Das heißt, wir können hier zum Beispiel einen Toast ausgeben, Just Denied. Okay. So, und jetzt könnt ihr hier noch weitere Cases hinzufügen. Das heißt, ihr fragt quasi mehrmals an. Also wenn ihr jetzt noch ein zweites Mal anfragt für eine andere Permission oder sowas und nochmal und nochmal und nochmal, dann könnt ihr trotzdem dieselbe Methode benutzen. Ihr müsst ihn nur einmal überschreiben. Aber wichtig ist, das Ding wird vom System aufgerufen, sobald der User auf OK oder auf Ablehnen gedrückt hat. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir es starten. Ich brauche allerdings noch kurz, ich pausiere euch währenddessen. Ich muss nämlich meinen Manager hier booten. So, da sind wir wieder. Und zwar hier steht jetzt Allow Rechteabfrage API 23, das ist die App, die wir geschrieben haben, die hieß tatsächlich so blöd, ja, tut mir leid, to access your calendar, deny oder allow. Und wenn wir jetzt hier allow drücken, dann steht hier permission just granted, das heißt, wir kommen direkt in dieses Dings hier rein, während wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal starte, dann sehen wir, wenn sie es gestartet hat, oder wir sehen es nicht. Ah, jetzt hier. Permission granted. So, permission granted ist aber das, was passiert, wenn wir die App neu starten. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf terminieren klicke und wieder auf starten klicke, dann ist die permission immer noch da. Das heißt, ihr müsst es wirklich nur am Anfang nach dem Installieren ein einziges Mal wird dieses Abfragen durchgeführt, wenn ihr das so macht, wie ich das jetzt hier gemacht habe, und danach nie wieder. Wohingegen, wenn ich jetzt hier, wenn ich deny, also wenn ich abgelehnt habe, dann wird jedes Mal von vorne, weil ihr hier PackageManager.PermissionDenied kommt, wird jedes Mal von vorne gefragt, möchtest du bitte, bitte die ganze App oder die Erlaubnis dafür abgeben und so weiter und so fort. Okay, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Das hier, wie gesagt, Callback-Methode, ziemlich wichtig, wenn ihr irgendwie handeln müsst, dass das Ganze verarbeitet wird und es läuft asynchron ab, deswegen brauchen wir so eine Callback-Methode. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.